Ich möchte Sie im Namen vom Belvedere 21 herzlich begrüßen zu diesem letzten Public Program dieses Jahr. Nächstes Jahr werden wir dann fortsetzen. Und ich möchte auch herzlich begrüßen Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere. Sie ist heute mit uns. Und natürlich sind alle Sprecherinnen, die heute und gestern präsentiert haben, anwesend. Und die möchte ich auch herzlich begrüßen. Welcome Dechal Shah again. She traveled yesterday from New Delhi to Vienna. And Angela Anderson, who came from Berlin. And Nina Dabasumi from Innsbruck. Anita Fuchs from Graz. Karin Harasser from Linz. Michaela Moser will join us after the lunch. And Donna Haraway will join us later on Skype. So, welcome. And I'm welcoming you also in the name of Claudia Slana, my colleague with whom I'm programming the public program. We did the program this year together and we are also working on the program for next year already. So Claudia, hello also to you. And I'm getting confused with all this applause. So my name is Christiane Erhardte and I'm here in a curator in the house, curator for community outreach, and I'm also responsible, as I mentioned, together with Claudia for the public program. So I will, ich rede jetzt wieder auf Deutsch weiter. I will switch into German for the English speakers. We have a translation available. So if someone needs translation from German into English, please go to Frau Krebs. She's there in the back and she will provide you with translation. Also herzlich willkommen und guten Morgen. Die Veranstaltungsreihe Gemeinsame Wagnisse ging in diesem Jahr 2019 beziehungsweise geht noch der Frage nach dem guten Leben nach. Auf dem Programm standen gesellschaftlich aktuelle Fragen. Wie steht es um das gute Leben für alle? Wie sieht eine solidarisch gelebte Nachbarschaft aus? Wie kann ein Museum wie das Belvedere queer gelesen werden? Welchen Stellenwert haben Alltagsökonomien? Das letzte Programm dieses Jahr, wo wir uns jetzt und heute befinden, dreht sich um die Frage, warum wir alle Familie sind. Die feministische Theoretikerin Donna Haraway, international bekannt seit ihrem Cyborg-Manifesto von 1985, lässt in ihrem letzten Buch Unruhig bleiben, Staying with the Trouble, Englisch 2016 erschienen, in der deutschen Übersetzung von Karen Harasser 2018, die menschengemachte Misere der Selbstzerstörung des Anthropozäns hinter sich und ruft mit dem Cthulhuzän ein Zeitalter aus, in dem das Leben aller Arten und Kreaturen und deren Koexistenz im Zentrum stehen und artenübergreifende Gerechtigkeit das Ziel ist. Verwandtschaften sollen neu gedacht werden, Beziehungen artenübergreifend sein, weil laut Haraways Bilanz, wir werden miteinander sein oder gar nicht. Internationale Expertinnen werden das Thema aus den Perspektiven von Kunst, Ökologie, Feminismus und Aktivismus beleuchten. Es wird heute auch um ganz aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel gehen und um künstlerische Strategien, damit umzugehen. Und ich freue mich jetzt sehr, die erste Sprecherin für heute vorzustellen und auch, dass du, Elisabeth von Samsonow, die Einladung akzeptiert hast. Elisabeth von Samsonow wird heute den Tag starten für uns. Sie ist Philosophin und Künstlerin. Sie ist Professorin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der Bildenden Künste. Und sie hat neben Philosophie auch katholische Theologie und Germanistik in München studiert. Samsonow hat unter anderem zum Elektrakomplex extensiv geforscht. Sie hat über Egon Schiele publiziert, über die Herzwunde Christi. Und in deinem Elektrakomplex, mit dem du dich über viele Jahre beschäftigt hast und beschäftigst, forderst du die Solidarität zwischen Mutter und Tochter zurück. Und wir werden darüber heute ja noch in deinem Beitrag hören. Elisabeth von Samsonow betreibt seit Jahrzehnten Matriarchatsforschung und ist eigentlich Ökofeministin der ersten Stunde, beziehungsweise war sie es schon, bevor das eigentlich so zum Hipster-Thema wurde. Lassen wir es mal so. Sie hat auch ein aktuelles Forschungsprojekt, der Dissident Goddess.
Und dieses Dissident Goddess Project ist ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von Forscherinnen und Künstlerinnen, denen daran gelegen ist, auf vielfältige, auch experimentelle Weise einen Zugang zum Fundbestand paläolithischer und neolithischer weiblicher Figuren aus Niederösterreich zu öffnen. Dabei finden kulturgeschichtliche, künstlerische und feministische Ansätze zusammen. Also Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich übergebe das Wort an dich. Willkommen. Dankeschön, liebe Christiane, für die Einladung. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, natürlich zu meinem Lieblingsthema, nämlich dem Ökofeminismus und auch natürlich zu der Frage, warum wir alle Familie sind. Da gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Themen und diese Verbindung beschäftigt mich heute Vormittag. Ich kann natürlich sehr gut verwerten jetzt in diesem Vortrag das, was ich im Rahmen meiner Elektrokomplexforschung zutage gefördert habe. Darauf hat ja Christiane schon verwiesen, dass ich sehr lange diese Frage mir gestellt habe, was ist eigentlich da los, wenn die Solidarität zwischen Mutter und Tochter auf diese seltsame Weise gebrochen ist? Was ist das für ein Programm, was ist das für eine Struktur? Das heißt, dieser obligatorische Mutterhass, den die Tochter da angeblich haben soll, in dem Elektrakomplex, der verbindlich ist, oder als verbindlich gesetzt wurde, für die weibliche Psyche durch Freud und andere Psychologen. Was würde das denn bedeuten, wenn man das symbolisch liest? Das bedeutet ganz einfach, dass jemand, also in Klammern Mädchen, hasst die Mutter, in Klammern Erde. Also das schien mir so, als wäre dieser Elektrakomplex geradezu eine Parabel über dieses gestörte Verhältnis zur Erde, das Menschen haben schon seit längerer Zeit. Also wieso immer wieder dieser Hass auf die Mutter reproduziert werden sollte, könnte man ja auch so lesen, nicht wahr? Da würde man sagen, Menschheit befindet sich in der Position des Elektrakomplexes, hasst Erde, hasst Mutter. Und was ist da los? Also wie kann man das verstehen und wie kann man da etwas tun? Wie kann man das analysieren? Wie kann man sich da dazu verhalten? Es geht ja nicht nur um die Erkenntnis, es geht ja auch um das Tun. Das heißt, also für mich war das eigentlich der Weg, diese Beschäftigung mit dem Elektrakomplex in so eine Ökologie hineinzufinden. Also ich habe eigentlich von Anfang an versucht, den Elektrakomplex aufzumachen oder zu disintegrieren mit dieser Absicht, eine Ökologie zu entwerfen. Also das heißt, ein anderes Verhältnis zu dieser Erde, zu der Mutter, ganz einfach, natürlich. Also ich meine, Mutterhass, bin ich jetzt auch nicht sehr viel weiter. Und die Mutter, das weiß natürlich jeder, ist das Allerproblematischste, was es gibt. Also wenn man schwierige Themen aufmachen will, dann fängt man mal mit den Müttern an, sind an allem schuld. Das ist mal der Grundsatz Nummer eins. Übrigens widme ich meine Lecture heute Moritz Ganser. Ja. Das heißt also, ich versuche jetzt in meiner Lecture diese Linie des Ökofeminismus und richtigerweise kann man sagen, also den gibt es ja nun schon sehr lange, seit 40 Jahren oder ja, mindestens. Das heißt also, es hat der Feminismus in den 70er Jahren sich explizit auf die Ökologie gesetzt. Also man hat geglaubt, dass eine Politik unter weiblichen Vorzeichen unter Umständen zu anderen Ergebnissen gekommen wäre, als es die patriarchale Politik tat. Das betrifft jetzt auch die Ökonomie selbstverständlich, die Form der Wirtschaft, die Form der Interpretation von Subjektivität, die Konkurrenz und so weiter. Also das ist natürlich jetzt schon eine Diskussion, die sehr lange währt, die ekofeministische und die aber jetzt im Moment gerade wieder so, wie soll ich sagen, Fahrt aufnimmt, interessanterweise. Also das ist ja eigentlich sehr spannend. Also wenn Sie jetzt denken, auch an die Position, auf die ich mich auch sehr gerne beziehen würde, ist jetzt nicht nur auf Donna Haraway, sondern auch auf Vandana Shiva, also die einen sehr aktivistischen Punkt
vertritt jetzt in Bezug auf die, auf das Shipcom-Movement, also wie Frauen in Nordindien die Landwirtschaft sichern können. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Person, diese Denkerin bekannt ist, ich nehme an schon, das sieht ja keiner mehr so famous. Also ich würde mich jetzt so zwischen die Donna Haraway und die Vandana Shiva und die Silvia Federici positionieren in meinem Versuch, also eigentlich sowas wie eine Art ökologische Moritat-In vorzusingen mit Bildern. Also ich möchte in Erinnerung bringen, ganz am Anfang, dass die Erde ein ekstatisches System ist. Das heißt, es ist so, dass immer eine Ebene bringt die nächste hervor. Das heißt, eine Ebene drückt immer ihr vorhergehende aus. Das heißt, die ganze Erde ist eine Art von Schichtung, eine geschichtete Geschichte, in der also der innere Kern auf den äußeren Kern wirkt und der innere Kern auf den mittleren Kern und der äußere Kern auf das, was man so die Hülle nennt. Also der äußerste Kern, das äußerste Umfangende des Kernes ist dann eben das, wo wir uns befinden. Das ist die Biosphäre und die Biosphäre selber hat auch nochmal Level. Also den hat den Humus, den Underground, den Humus und die Architekturen oberhalb der Erde. Nämlich zum Beispiel, nicht zu vergessen, die wichtigsten Lebewesen mit ihrer Technologie, die da die Architektur zustande bringen, sind die Pflanzen. Also das ist das, was man als Green Matter bezeichnet und das wächst vertikal. Also die haben eben dieses Höhenwachstum und eine extreme Proliferationstechnologie, um möglichst viel auf dieser Erdoberfläche mit sich selbst zu überziehen, weil sie nämlich etwas herstellen, was alle Lebewesen brauchen, also die ihnen dann wieder folgen, nämlich CO2. Ja, das heißt, dieses Bild ist mir jetzt so wichtig, weil es eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Ritornell in Mille Plateaux von Deleuze und Guattari wiedergibt. Das heißt, der Baum wächst also aus dem Humus und auf dem Baum sitzt der Vogel. Und das ist eigentlich sehr schön, das nochmal nachzulesen in diesem Text. Da heißt es, dass der Vogel zwitschert die Wahrheit dieses Raumes aus. Und zwar, indem er bestimmte Sequenzen zwitschert. Das heißt, er lotet den Raum aus. Er stellt fest, wo er selber ist. Also er interpretiert das Territorium. Also ein Vogel ist eigentlich ein Territorialprophet, könnte man sagen. Oder ein territorialprophetischer Effekt innerhalb der Biosphäre. Also ich meine nur so ein paar Basics in Composition in Bezug auf Biosphäre, damit wir uns ein bisschen besser selber verorten können. Das ist jetzt nochmal eine Veranschaulichung dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass die Erde so ein Schichtsystem ist. Also in der Mitte der flüssige Eisenkern, die Baryllosphäre, dann die Lithosphäre, ist also das Steinkomposit. Dann kommt schon die Biosphäre und die Biosphäre ist also sehr bevölkert. Deswegen habe ich da so eine Art Filzstruktur gemacht. Das ist irrsinnig viel und sehr komplex. Ineinander verschränkte Wesen und Speziesfelder gibt es da. Und da habe ich jetzt mal hingeschrieben, Critter, das ist ja der Terminus technicus, den die Donna Haraway verwendet, also Krabbeltiere aller Art. Und dann gibt es eben diese Homo-Räume da, das sind die Räume, die Menschen besetzen. Und diese auf seltsame Weise, das sieht man wahrscheinlich sofort, diagrammatisch abschotten, also eigentlich fast isolatorisch aus der Natur herausnehmen. Die haben dann zwar schon noch eine Beziehung zur Natur, aber wie, das sehen wir dann gleich nochmal, also diese dunkelroten Felder, das waren sozusagen diese Homo-Territorialisierungen, mit denen man das zu tun hat, sind die Isolatoren, in denen wir uns auch selber befinden. Die funktionieren so. Das heißt, also das ist jetzt Homo, diese seltsame Figur. Und hier haben wir wieder diesen Filz, diesen Erdfilz, also mit den Multispeziesfeldern. Und dieses Homo-Feld, Zivilisation, greift zwar zu auf diese,
auf dieses Kritterfeld und auch auf die Erdschichten, die alle miteinander in Beziehung stehen, aber mit einer ganz komischen, mit einem ganz komischen Verfahren, nämlich durch diese Schicht der Isolation hindurch. Und ich würde das nennen, also diese Schicht des intellektuellen Nichtzugangs zu dieser Erde. Das heißt, es wird eigentlich immer diese Natur-Kultur-Binarität gedacht und die setzt zwischen Natur und Kultur eine solche Isolationsschicht, also die bedeutet dann Entfremdung, Zugriff sozusagen in technischer Form, Ausbeutung von der Seite, weil ihr seht ja dann, dass also durch diese Layer of Intellectual Non-Access wird hindurchgebohrt andauernd mit so Tentakeln und es wird das gemacht, was wir gestern zu Genüge gesehen haben, im Film von Angela, nochmal vielen Dank dafür, es wird einfach genommen, es wird extracted. Das heißt, die Natur ist ein Supermarkt, der kulturell verwertet wird. Das heißt, was sehr auffällig ist, also wenn man das Ganze jetzt anthropologisch betrachtet, ist es so, dass Menschen nicht in der Erde sind, sondern auf der Erde. Und zwar, das ist irgendwie eine Positionalität, die ist relativ, wie soll ich sagen, also fast auf lächerliche Art und Weise aussagbar. Also die Menschen kommen auf die Erde und sozusagen sind in diesem Oberflächeneffekt auf seltsame Weise gefangen. Das heißt, sie kommen aus dieser gnostischen Position schwer heraus. Also zu der gnostischen Position möchte ich etwas noch kurz sagen. Das ist eigentlich die einflussreichste und älteste Form der Beschreibung menschlicher Positionalität, das ist die Erdfremdheit. Wir kommen sozusagen auf die Welt und fängt die Unlust an und die Fremdheit und das Sehnen nach einem Herkommen, das aber nicht von Erde ist. Also die längste Zeit werden solche Geschichten erzählt. Das heißt, ich sehne mich nach einem Aufstieg, nach einer Abfahrt, nach was weiß ich, irgendeinem Space Rocket, dann noch im äußersten Fall. Aber ich stelle fest, ich bin nicht von hier und das Ganze ist mir absolut schleierhaft. Und also die längste Zeit haben die Menschen solche Geschichten erzählt. Also wie kann man da wieder raus? Also wie könnte man das ändern? Ich meine, es ist natürlich jetzt schon so, dass Leute wie Bruno Latour oder eben auch Vandana Shiva vollkommen andere Erzählungen aufmachen. Also Bruno Latour zum Beispiel geht davon aus, dass die the earthbound people, also die Leute, die die Erde erkennen als ihre, wie soll ich fast sagen, Mutter, nicht wahr? Dass die wieder zu ihr zurückkehren und dass die Gnostiker bilden dann irgendwie eine eigene Liga. Also es sieht da tatsächlich eine Konfrontation kommen. Also das muss man sich jetzt mal ganz genau anschauen und man muss sich sagen, diese Anthropologien auch nochmal vor Augen führen. Das ist jetzt nochmal so ein Diagramm, in dem man das nochmal sieht. Also es gibt irgendwie dieses technofantastische Detachment, das also Kulturen auszeichnet. Also die Kultur selber sei eine Art und Weise, die Politik der Verbindung mit der Natur zu bewirtschaften. Und die verändert sich andauernd. Was natürlich, sage ich mal, hoffnungsfroh stimmt. Weil da würde man sagen, na gut, wenn das möglich ist, bitte, dann kann man doch auch mal die Kultur ganz anders interpretieren. Also hier haben wir jetzt den Humus, das ist jetzt die Schicht, um die es geht. Und das werden wir heute auch noch wahrscheinlich im Laufe des Tages noch öfter hören, warum es um die geht, weil das ist irgendwie der Kompost. Das ist also die fruchtbare Schicht, die dadurch entsteht, dass die vielen Körper auf dieser Erde sich da begegneten und verwertet werden in einer Art von Materie, die Grundlage für die anderen wird. Das ist der Kompost und das ist irgendwie eine vollkommen andere Form des Denkens, sogar menschlicher Körper, die auch vorgeschlagen wird von Donna Haraway, weil sie meinte, wir könnten uns eigentlich auch einen neuen Namen geben, weil mit diesem Homo, das ist schwierig, wir könnten uns ja als Kompostisten bezeichnen. The Kompostists, und das hat ja auch einen sehr schönen Hintergrund, weil ich vorhin gesagt habe, dass der Ökofeminismus schon so alt ist, dass nämlich
die Starhawk, eine der wichtigsten amerikanischen Denkerinnen des Ökofeminismus, und nicht nur Denkerinnen, sondern auch eine praktizierende Hexe, die auch das getan hat, was gleich Gebot der Stunde war, nämlich einen Hexenkonvent gründen. Also ich glaube, das hat mit Susanna Budapest und anderen Hexen, also die ersten Hexenkonvente gegründet in den späten 60er, Anfang 70er Jahre. Und wie heißt der wirklich sehr wichtige, erfolgreiche, bedeutende Hexenkonvent von Starhawk? Heißt Kompost. Und in dem Buch, also das heute noch mal Thema sein wird von Donna Haraway, ist ja auch ein Gebet drin von Starhawk, so nehme ich also an, dass sie das alles gewusst hat und sich direkt bezieht in ihrem Vorschlag, der bestimmt den Wettbewerb gewinnt, wie man die Gattung Homo in Zukunft benennen sollte, nämlich Kompostists, also dass sie sich in dieser Namensfindung auf die Starhawk bezieht. Also man sieht dann irgendwie sehr gut, es war auch in dem Film sehr schön von Hichal Shah gestern, also mit der große, wo dieser große Müllberg zu sehen war mit diesem abstraktiven Ballett davor, also dass die Entstehung von Müll bereits zeigt, dass die Kompostschicht von der Kulturschicht auf künstliche Weise getrennt worden ist oder getrennt wird. Das heißt, eigentlich dürfte es also in einer Welt, in der man sich befindet und nicht auf der man sich befindet, überhaupt keinen Müll geben. Das heißt, der Müll selber wird zum Zeichen der Entfremdung, könnte man sagen. Also in ökologischer Hinsicht ist es auf jeden Fall so. Genau. Das heißt, also dieses Herausgehen des Menschen aus der Natur, also rede ich wie die alten Anthropologen, wird interpretiert als diabolischer Weg. Also wobei der Diabolismus diese eine oder andere Form der Attraktivität hat. Aber die Frage wäre jetzt nun, gibt es so etwas so wie einen metabolischen Weg? Das wäre dann derjenige, der diese Existenzform unter dem Vorzeichen der Interdependenz und des Komposts begreift und damit aufhört, den Humus als Anorganis zu interpretieren. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Admonitio. Das heißt, der techno-industriell-agrikulturelle Komplex rückt natürlich unter dem Vorzeichen einer solchen neuen, nun anstehenden Analyse in den Vordergrund. Das heißt, wir stellen fest, dass die wichtigste Produktionsform, die leitende Produktionsform, ist nicht die industrielle, sondern ist die agrikulturelle. Ja, und alle ihr zuzuordnenden Formen der Bodenbewirtschaftung. Also eigentlich gehört die Extraktion zur Agrikultur. Jetzt habe ich mir irgendwie den Spaß erlaubt und irgendwie so ein richtiges Zerrbild des Patriarchats zu zeichnen für Sie, um das dann auch gleich wieder hinter sich zu lassen. Also das ist so, das ist wirklich ein Zerrbild. Also das ist eben Gott Vater möglicherweise oder der Vater, der Patriarch, und das ist sein Sohn. Und dieser Sohn heißt The New Prince, und da muss ich mich jetzt beziehen auf die neue Schrift von Tony Negri und Michael Hart, Assembly, wo sie tatsächlich, also man halte sich fest, einen neuen Prinzen wieder auferstehen lassen wollen. Das heißt, der neue Prinz ist eigentlich, also das wären eigentlich the Earthbound People oder so, und in diesem Buch heißen die The New Prince, ich weiß nicht, ob das schon jemand schon gelesen hat, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Es kommt auch überhaupt nichts Feministisches vor in diesem Buch. Also es ist eigentlich ein Versuch, also sagen aus der Asche des Patriarchats den New Prince wieder auferstehen zu lassen. Also deswegen habe ich das jetzt dann noch so angeführt. Also Homo ist die Gattungsbezeichnung des Man, ganz klar. Und das sind seine wichtigen Sachen, das Schwert, das Zepter und die Kanone. Und... Also diese staatstragenden Dinge, und da gibt es da unten, also auf der Kritterebene, gibt es so den Rest, nicht wahr? Also das sind dann die Tiere, die Frauen, die Würmer, die Erde, die Fremden, die, wen haben wir denn noch? Die Queers, P,
Pilze, also alles, was schwache Subjektivität besitzt, gehört in diese Zone der anderen. Das heißt, was natürlich auch der Punkt ist, es ist vielleicht für unsere Diskussion sehr, sehr wichtig, dass man erkennen muss, dass der Feminismus mehr oder weniger sein privilegiertes Ticket verloren hat im Zuge der Diskussion, die der Feminismus selber angestoßen hat, in der Weise, dass nämlich alle anderen, die auch zu den anderen gehörten, sozusagen innerhalb dieses Argument des Feminismus eingetreten sind, dass der Feminismus mehr oder weniger das Sammelbecken war, also für alle Identitäten, die sich als andere bezeichnen, und die wurden immer mehr. Ja, und das ist ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Das heißt, was man natürlich erkennt, man muss jetzt eigentlich mal mit dieser Logik des anderen operieren. Und ich nehme jetzt mal die Aufforderung ganz ernst von der Donna Haraway, die in ihrem Buch geschrieben hat, man müsste doch sich eigentlich nochmal die Marriage Rules anschauen. Sie sei so interessiert worden, durch einen Anthropologen sich mehr mit Heiratsregeln zu beschäftigen. Und es ist auch tatsächlich so, dass also die Heiratsregeln auf dem Feld des Sozialen die Hardcore-Logik sind. Das heißt, wenn man sich erkundigen möchte, was die Klebkraft von Gesellschaften eigentlich ausmacht, wird man die Heiratsregeln anschauen. Das heißt, also es ist irgendwie so keine abstrakte Logik, sondern das ist eine Kohäsionslogik. Also das heißt, ich vermute ja sogar, dass hinter jeder dann auch am Ende als abstrakt geltende Logik so etwas steht, wie eine Art von, also ein geläuterter Heiratsregel oder sowas. Also die Marriage Rules sind es irgendwie, die man untersuchen muss. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen so einen ganz schnellen Crashkurs in Heiratsregeln machen, wobei wir eigentlich nur zweierlei jetzt mal brauchen. Es gibt natürlich unendlich viele, also wenn Sie sich in dieses Feld, dieses soziologische Feld begeben, dann werden Sie sehen, es gibt so viele Heiratsregeln, das ist unvorstellbar. Oder auch, wie soll ich sagen, Verfahren, sich verwandt zu machen, das ist jetzt unser Thema. Und sich verwandt zu empfinden. Ja, so ein Teil davon ist das Natürliche, oder was man vielleicht als natürlich bezeichnen würde, geboren von Mutter, aber Sie werden lachen, das ist eigentlich der kleinste Teil. Der größte Teil ist symbolische Überschreibung dieses Faktums, und da kommen wir jetzt eben zu dieser Logik. So, also wir haben jetzt also hier das, was so gewöhnlich gilt in unserer Gesellschaft oder in einem großen Teil der westlichen Gesellschaft gilt diese Heiratsregel, dass Mutter, Vater irgendwie sich zusammentun und kriegen ein Kind. Das ist das Übliche, nicht wahr? Also das nennt man das ödipale Triangle. Wobei der Vater als Genitor gesetzt wird, also der Vater ist der Zeugende und die Mutter ist die Geburt ausführende Position. Und die Linie der Deszendenz geht mitten durch Vater und Mutter und wird mehr oder weniger eingefüllt in das Kind. Das ist Gegenstand eigentlich aller psychoanalytischen Sitzungen, dass das so ist. Nicht wahr? Also die Linie geht mitten durch Vater und Mutter durch, wobei, also ich habe jetzt diese Mutter schon so orange gemacht, weil das Verhältnis eigentlich asymmetrisch ist, es ist nicht egalitär, würde ich jetzt mal sagen, weil eigentlich wird der Vater nur als Genitor gesetzt, wobei Genitor auch eine Rechtsposition ist. Also der Namensgeber und ist sozusagen ist der Namensgeber. Also das ist ein Modell, das jetzt auch schon sich irgendwie aufweicht, aber trotzdem gilt es noch und es ist in vieler Menschen Kopf so etabliert, weshalb es wichtig ist, sich jetzt nochmal eine andere Regel anzuschauen. Hören Sie mich überhaupt? Ja? Gut. Nämlich die matriarchale Heiratsregel oder die matriarchale Regel, weil die nämlich ganz anders läuft. Und das ist eigentlich ganz gut, sich diese kleine Übung noch einmal aufzusetzen und da dahinter zu schauen, wie sie denn nun läuft. Also da ist es so, dass man eigentlich zwei Mütter hat und einen Vater. Das heißt, es ist damit eigentlich die Forderung von Donna Haraway erfüllt, dass man drei Parents haben sollte.
Also sie sagte, das ist so, dass man für diese Zukunft veranschlagen sollte, ein Three-Parents-Model. Und ich komme nachher nochmal dazu, wie sie das sieht, weil ich möchte ganz gerne einfach nochmal diesen kleinen Ausgriff machen auf die anthropologische Praxis oder die historische Praxis oder auch gegenwärtige Praxis in matriarchalen Gesellschaften, um zu zeigen, dass die eigentlich ein gut funktionierendes solches Three-Parent-Model haben. Das heißt, also ich habe zwei Mütter, das heißt, es wird so gesehen, die Mutter ist diese eine Mutter, also zum Beispiel ich, aber ich kann ja gar kein Kind machen, einfach so. Ich meine, wie soll ich das machen? Das kann ich nicht. Das heißt, ich brauche etwas dazu, das mir hilft, dieses Kind zu machen. Das ist eine zweite Mutter. Und das ist eine Mutter, die aus dem Mutterfeld stammt oder diese Mutterkraft, die aus diesem Mutterfeld stammt. Das heißt, es ist entweder die Natur oder die Erde oder sonst irgendwas. Also es kann auch ein Totem sein, aber es ist auf jeden Fall nicht menschlich gedacht. Es ist sozusagen ein übergeordnetes Mutterfeld. Also das heißt, nur mit Hilfe dieses übergeordneten Mutterfeldes, das es in allen Spezies gibt, kann diese eine menschliche Mutter eine Mutter werden. Sonst können sie überhaupt nicht. Und es gilt für alle Tiere, die Mütter haben. Und es gilt auch sogar für die Steine. Da gibt es auch mineralische Mütter. Und es gibt fast in allen Spezies gibt es Mütter. Und alle Mütter konvergieren in diesem einen Mutterprinzip, das zu ihren jeweiligen individuellen Müttern hinzuaddiert werden muss, damit sie Mütter werden kann. Das heißt, die Mütter sind immer doppelt. Das heißt, hinter jeder Mutter steht noch eine Mutter, eine zweite Mutter. Also die Mutter ist doppelt und der Vater ist einfach. Ja, das heißt, man hat diese drei eigentlich hiermit, die gefordert wurden von Donna Haraway. Und der Punkt ist nun der, dass also die Lineage, also die Deszendenz, also die, wie sagt man da, die Herkunftslinie, die ja dann immer so diese riesige Rolle spielt, ja, nicht nur in der Psychoanalyse, läuft jetzt komischerweise zwischen den beiden Müttern und nicht mehr zwischen Mutter und Vater. Das heißt, deswegen haben die matrilinearen Gesellschaften eine Mutterlinie und unser Vater sozusagen exzentrisch. Und der Vater ist deswegen exzentrisch, weil er selber eigentlich so ein Kind von zwei Müttern war. Ja, der Vater ist aus diesem Grund, also sozusagen beansprucht er keine eigene Genitorfunktion, die ihm übrigens hier total fehlt. Ich meine, im Lichte dieser Erzählung, meiner soeben vollendeten Erzählung über die Notwendigkeit, die Mutter zu denken, ist der eine Genitor eigentlich interessant, nicht wahr? Also eine totale, also Überdetermination, nicht wahr? Also das heißt, der Vater ist jetzt nicht der sag ich mal, Ausgeblichene, der keine Rolle spielt, sondern der ist als ursprüngliches Kind zweier Mütter, kommt er wieder in diese Funktion. Das heißt also gut, was ich gesagt hatte, diese beiden Mütter erzeugen ein Kind, das automatisch immer nur Tochter ist. Also symbolisch gesehen, ich mache jetzt nur Logik, ja, das ist reine Logik, eigentlich ist Hegelianismus unter dem Vorzeichen des Matriarchats führt dazu, dass zwei Mütter in dieser Leine Töchter hervorbringen und dass eigentlich dieser Vater auch zu den Töchtern gehört, weil es nur Töchter gibt. Und das ist sozusagen der matriarchale Totemismus, den gibt es als Form, es gibt es auch als historische Form, nur ist es natürlich so, dass, wie Sie wahrscheinlich wissen, dass im Zuge dieser totalen Degradierung, sogenannter wilder Praxen der Verwandtschaft, das als primitiv abklassiert worden ist und also dass die Leute nicht wussten, wie sie überhaupt entstehen und fantasierten da irgendetwas oder so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, also für mich wäre es irgendwie wichtig, so eine Art von Zukunftsidee, so wie Donna Haraway sie expliziert im zweiten Teil ihres Textes mit einer solchen existierenden Praxis, sozusagen primitiver materialer Verwandtschaftssysteme zu assoziieren, also wobei man eigentlich nichts anderes hat als das, was in der Biologie gerade so eine große Rolle spielt, nämlich die mitochondrische DNA, die also nur über die Mütter läuft. Genau.
Also was wir jetzt eigentlich haben im Matriarchat ist also kein Triangel, sondern ein Viereck. Ein Viereck, wobei eine Position durch das Totem besetzt wird. Und das Totem kann die Erde sein oder ein Tier oder das kann man dann je nach Belieben einsetzen. Das heißt, dass jedes Kind ist ein Kind der Mutter und des Vaters und des Totems. Also man hat sozusagen, und damit ist etwas geleistet, worum es wahrscheinlich auch geht, dass man über das System der Verwandtschaft, über das Erdsystem spielt, das seinerseits wiederum, wie soll ich sagen, Home, also das Zuhause für alle Arten ist. Also hier hätten wir sozusagen den Ursprung der Kompostisten, die von Vätern und Müttern stammen, also von Vätern, die ihr Geschlecht interpretieren, von einem Totem und die eigentlich ein Kind hervorbringen, das eigentlich auch ein Tierkind ist. Also ist dann nicht nur ein menschliches Kind, sondern jedes Kind ist doppelt. Jedes Kind ist genauso so sehr ein Tierkind, wie es ein menschliches Kind ist. Genau, und das ist aufgrund dieser logischen Aporie, die mit der Mutter zusammenhängt, weil die Mutter stellt Mensch her, aber alles, was Mensch herstellt, muss nicht Mensch sein. Das heißt, die Mutter ist daher logisch doppelt, sie ist geboren und gebärend, was also so in sich problematisch ist. Logisch, weil normalerweise sind die Prinzipien solche, die immer nur Prinzipien sind und das Prinzipierte ist immer nur das, was prinzipiert. Also ist das Geborene und Gebärende doppelt zu denken. Das heißt, die Geburt ist immer bezogen auf das Mutterfeld, genauso stark wie auf die singuläre Mutter. Genau, jedes Kind hat zwei Mütter und ist deswegen Tierkind und menschliches Kind. So, und das ist jetzt meine letzte Folie, wo ich nochmal zeigen möchte, dass eben komischerweise in einem solchen System der doppelten Mütter alle Kinder andere sind, also hinreichend andere, das heißt in der Weise hinreichend anders, dass sie alle Töchter sind, also symbolische Töchter wohlgemerkt, symbolische Töchter. Das heißt, sie sind Gruppe aller Kinder des Muttertotems, sind die Töchter. Und das würde dann, wenn man jetzt das nochmal denkt in Bezug auf diesen Vorschlag von Donna Haraway aus dem zweiten Teil von Staying with the Trouble, diese fünf Generationen Camille, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, die ja infiziert werden mit dem Genom des jeweiligen Tiers für welches es sich in Zukunft als Beschützende einsetzen werden. Also das ist ja fiktional vorgestellt von Donna Haraway, eine genomische Infektion. Also dass man sozusagen einen Teil, sage ich jetzt mal, des Monarchfalters einsetzt. Das machen die Mütter, setzen ihren Kindern in ihr Genom einen Teil des Monarchfalter-Genoms ein, um sie in neue Empathien mit diesen Wesen zu bringen, für deren Fortexistenz sich einsetzen werden. Und ich finde das eigentlich eine technische Interpretation der symbolischen Logik der totemistischer Verwandtschaft, wobei man sich jetzt sehr, sehr genau das ansehen muss, um zu entscheiden, für welche Form man ist. Also ich würde wahrscheinlich dann eher auf der Seite von Vandana Shiva plädieren dafür, dass man sozusagen eine symbolische Identifikation einführt und nicht unbedingt jedes Kind in das biologische Labor bringt, um ihm sich neue Fühler wachsen zu lassen oder eine bunte Haut zu kriegen. Ich weiß nicht, das können wir ja dann auch noch im Laufe des Tages diskutieren. Aber jedenfalls, das wäre jetzt mal mein Input für den heutigen Tag. Und ich hoffe sehr, dass der eine oder andere Gedanke dabei war, der uns hilft, in Zukunft diesen drohenden Erdverlust abzuwenden und stärker wieder diese Erde als unsere einzigartige Welt zu erkennen. Dankeschön.
Danke, Elisabeth, für diese Einführung in den heutigen Tag. Und ja, ich würde jetzt eigentlich noch die Gelegenheit geben, dass man Fragen stellt oder kommentiert, wenn vom Publikum noch was kommt. Ich schaue mal in die Runde. Danke, das war super. Ich hatte eine Gedanke zu deinem ersten Bild. Ich glaube, das war die erste Bild, was du gezeigt hast, die zweite, mit der Layer of Intellectual Non-Access. Und ich habe nur gedacht, vielleicht ist es nicht Intellectual Non-Access, aber effektiver Non-Access. Oder ist das sogar beides. Beides, ne? Es ist beides, ja. Es ist wirklich beides. Weil, schau mal, das ist ja auch der Grund, warum wir zu Mühe haben, das zu reartikulieren, weil es fehlen uns auch die Begriffe. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Sie, Haraway, diesen fiktionalen Teil im Text über das Holozän da jetzt angefügt hat, also so problematisch der vielleicht auch ist, aber da geht es jetzt auch darum, einfach neue Begriffe zu finden, nicht wahr? Also deswegen ist auch, also mein Versuch jetzt mit dieser materialen Logik sozusagen, also der Kohäsion, das ist einfach wie eine andere Logik, das hat man Mühe, das zu denken, weil das sagt alles, das ist verrückt, du kannst nicht lauter Töchter haben, ich meine, das ist absurd, kann nicht sein oder so. Also man sieht sofort den Fehler. Aber das sieht man eben, ja, es ist intellektuell und affektiv, das ist sicher recht. Aber vielleicht folgt das Intellektuelle dem Affektiven. Nicht Vermögen. Ja. Ja, danke, Elisabeth. Es war wie immer sehr erhellend. Ich habe mich gefragt, weil bei dieser Öko-Kino-Ausstellung, die wir gestern besprochen haben, bin ich auch auf einen Text von Greta Garth gestoßen, die fordert, eigentlich müssen wir jetzt auch mal über Eco-Masculinities sprechen, also wie können wir diese Rolle neu konzipieren. Und interessanterweise war auch in einer Führung, die ich gegeben habe, Gender Studies Studierenden, hat mich eine queere Person gefragt oder mir gesagt, sie findet es sehr schwierig, dass die Ausstellung diesen weiblichen Fokus hat. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob dein Modell, ob das nicht eigentlich schon ein Ansatz auch in diese Richtung ist, quasi also dieser exzentrische Vater als von zwei Müttern geborener und das Kind als Tochter, wäre das quasi das Neue, die könnte das Eco-Masculinity bedeuten? Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, schon mal her, ich habe das ja auch hier, wo ist die Hilfestellung? Jetzt bin ich wieder ganz vorne, will ich ja gar nicht hin. Also vielleicht kann ich ganz hinten anfangen, denn auch nicht. Warte mal schnell, machen wir schnell durch, weil da siehst du eigentlich, oder das war zumindest mein Wunsch zu zeigen, schau mal, da könnte man eigentlich, weißt du, das wäre jetzt der Punkt der Öko-Masculinity, weil das ist der Pater plus. Das heißt, das ist jetzt irgendwie das Feld der neuen Interpretation der Vaterrolle innerhalb des Vierecks. Das heißt, in Wahrheit, ich finde, in Wahrheit würde ja dieses, also sagen das postödipale Square, das wäre das ja, eine Entlastung für alle Positionen innerhalb der sozusagen bürgerlichen Triangulation bieten. Dadurch, dass eben dieser vierte Term eingeführt wird, nämlich das Totem. Das heißt, also sowohl diese Position, als auch diese, also Mutter und Vater, können sich jetzt eigentlich da so neu erfinden, sage ich jetzt mal, in Bezug auf das, was jetzt Sache ist, weil die Einführung dieses totemistischen Punktes als wirklich voll wirksamen Player innerhalb der bürgerlichen Familie ist sowieso alles total in Bewegung bringt. Das ist doch unweigerlich. So, das heißt, natürlich ist da jetzt die Fantasie gefragt, finde ich. Aber es geht natürlich nicht, also das wird immer so falsch verstanden, um die Abschaffung des Männlichen oder so, ach, überhaupt nicht. Oder es geht auch um keine Aggression gegen das Männliche, es geht darum, es einfach anders zu konfigurieren, dieses alles, was man hat. Und zwar nicht dadurch, dass man es beschneidet, sondern dass man etwas da hinzufügt. Es können ja total interessante totemistische Formen der Männlichkeit geben. Gibt es eh
War das jetzt, habe ich das gut geantwortet? Ja. Ja? Mich würde noch einmal interessieren, die Folie mit dem Garbage, mit dem Müll. Ja. Weil ich glaube, ich meine, vielleicht weiß ich es nicht, aber dass sozusagen der Mülldiskurs ein noch völlig unterbelichteter ist. Weil wir sind im Moment quasi in einer Phase, wo also das dominierende Ziel, das formulierte, dass der Müllvermeidung ist. Wir dürfen keinen Garbage mehr produzieren. Das ist unrealistisch, aber man kann das im Moment nicht aussprechen. Nicht? Also ich glaube, es muss eine neue Form entwickelt werden, mit dem Müll zu leben. Vielleicht muss es eine Koexistenz mit dem Müll geben. Und mich würde interessieren, ob es da Diskurse gibt oder Vorschläge, die ich nicht kenne. Und so den, noch einen Literaturtipp hinzufügen von Don DeLillo, der eben in Unterwelt in den 90er Jahren das gesamte 20. Jahrhundert über die, einerseits die Metapher, aber auch das ganz reale Vorhandensein von Müll interpretiert hat, eben bis hin zur zunehmenden ökonomischen Verwertung von Müll, wo Müll eigentlich ein riesen Player, ein riesen Objekt geworden ist in der globalisierten Gesellschaft. Also irgendwie diesen Gedanken noch reinzuholen, wollte ich jetzt, und ob du vielleicht etwas weißt, wo darüber noch mehr gedacht wird. Also vielen, vielen Dank nochmal für diesen Hinweis, dass der Müll natürlich auch eine Ressource ist, also was er in diesem Roman so eine wichtige Rolle spielt, das ist ja irgendwie eine total wichtige Ressource. Es gibt ja, also er hat ja auch einen Wert, der Müll. Oder gestern in dem Film von Tejal hat man ja gesehen, dass der Müll auch irgendwie selber kompostiert, wenn man ihn lang genug lässt, obwohl Drähte drin sind und Plastik und ich weiß nicht was, zerfällt irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise. Also die Frage ist, wie kann man ihn wieder einfügen, in welche Zusammenhänge, also wir stehen ja sozusagen in dem Recycling-Terror, also wie führt man was wieder zurück, was man genommen hat, was man eigentlich nicht wollte, muss man vielleicht auch dazu sagen, also über die Verpackung und so weiter und so fort. Also ich finde es eigentlich auch eine gute Idee, oder ich meine, das war so toll, wie die Vandana Shiva hat ja vor 2 Wochen einen Vortrag gehalten in der Akademie und hatte gesagt, sie ist jetzt schon so alt, sie hat erlebt, dass es keinen Müll gegeben hat. Das hat sie nicht gegeben. Es hat ihn einfach nicht gegeben. Es gab keine Mülltonne oder so, es gab auch keinen Müll. Also die Leute warfen irgendwo was hin, aber es gab eigentlich keinen Müll. Weil es gab diese Sachen nicht, die unverrottbar waren, in diesem Ausmaß. Das heißt, unsere Generation ist eigentlich die den Müll erlebt. Also die sozusagen den Müll als Phänomen erlebt. Und das ist genauso beunruhigend, wie es eine Herausforderung ist, anders zu denken. Oder den Müll, also ich habe mich auch mal erkundigt, was das eigentlich für ein Wort ist. Wisst ihr, wo das Wort Müll kommt? Das ist eigentlich der Rest, der zusammengekehrt wird, wenn das gute Mehl gemahlen ist in der Mühle. Das ist dann der Müll. Also den gibt man dann eigentlich nicht mehr, also dem Bäcker oder so, sondern gibt man dann irgendwelchen Hühnern. Aber man gibt ihn noch jemanden. Aber jetzt ist der Müll so, also wirklich beunruhigend. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ich finde, dass die Vorstellung, dass wir den Müll, also die Müllvermeidung wird ja dann auch immer, also recyceln oder Müll vermeiden, das können wir machen. Aber was heißt das im Klartext? Heißt das, dass man eigentlich die Verpackung im Geschäft wegschmeißen müsste, was irgendwie auch total blödsinnig ist? Also, ich weiß nicht. Ich
denke mir einfach, dass man, das hängt natürlich auch mit der Form des Konsums zusammen und ob man wirklich, also diese Lüge, dass man mit Konsumieren glücklicher wird. Und man sieht ja auch, ich habe ja auch eine Tochter, die das schon sehr, sehr kritisch sieht, und ich kann mir vorstellen, dass sich das schon auch ein bisschen ändert. Natürlich ist es ein Problem und es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Idee des Konsums und dieses Wirtschaftswachstums vielleicht doch, dass auch die junge Generation das vielleicht doch ein bisschen anders sieht. Es gibt ja auch wieder die Ideen von Kreislaufwirtschaft oder Eigentumsverhältnisse neu denken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie etwas in Bewegung kommt. Also ich hoffe es zumindest. Ja, das hoffe ich eigentlich auch sehr. Also dass sich da was verändert. Es hängt einfach mit dem, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich die Möglichkeit. Es gab jetzt irgendwie mal 14 Tage lang einen Salat beim Billa im Papier. Der war natürlich außen total vertrocknet, aber der war im Papier, wunderbar. Ja, so schnell war das Vertrocknete weg. Und jetzt gibt es ihn aber wieder in Plastik. Erst habe ich gedacht, na super, es geht so gerade Salat in Papier. Also ich meine nur, in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit da drauf liegt, wobei man ja auch sagen muss, das ist natürlich jetzt alles ein Problem der urbanen Räume. Ja, es gibt natürlich einen riesen Unterschied zwischen den ländlichen und den urbanen Räumen. Das heißt, das ist irgendwie nicht nur jetzt ein metabolischer Unterschied, sondern es ist auch ein logischer Unterschied. Das heißt, dass auch die urbanen Eliten ganz oft nicht darüber nachdenken, wie wichtig die Landwirtschaft ist oder wie bedeutend die Agrikultur ist als Produktionsform, weil sie nicht sehen, nicht wahr? Oder weil sie denken, es gibt ganz andere Produktionsformen, die viel wichtiger sind, die digitale Welt. Es hat alle intellektuelle Analysepotenziale sind in den letzten 20 Jahren in die sozusagen Analyse der digitalen Revolution gegangen, statt in die agrikulturelle Revolution, die bedeutet hat, ihre Totalunterwerfung in transnationale Konzernkapitalismus. Was ein Riesenproblem ist. Ja? Also ich meine, da müsste man schon schauen, wie man vielleicht auch diese Räume stärker so miteinander verbindet, dass sie sich gegenseitig entlasten. Vielen Dank. Danke. Danke, Elisabeth. Danke. Ja,